Und jetzt kommt die ganze Wut von Lena Schick. Oh, die ganze Wut nicht. So wütend bin ich gar nicht. Ich bin eher wütend auf den Lockdown als auf Annalena Baerbock. Aber auch das macht mich schon ein wenig wütend. Nicht rasend, aber wütend. Ich frage mich, okay, jetzt haben wir eine Außenministerin, die Annalena Baerbock heißt. Was befähigt denn eigentlich Annalena Baerbock dazu, Außenministerin zu werden? Also sie hat ihr wirklich einen grottenschlechten Wahlkampf geführt. Dann hat sie ihr Buch in Teilen abgeschrieben, ihren Lebenslauf beschönigt, vergessen Nebeneinkünfte zu melden. Die Liste ist lang. Die ist jetzt unsere Außenministerin, eine Frau mit einem Glaubwürdigkeitsproblem in der eigenen Bevölkerung. Ich frage mich wirklich, was soll das? Ich finde, herausragende Ämter benötigen herausragende Persönlichkeiten. Und wenn Annalena Baerbock in meinen Augen eins nicht ist, ist es herausragend. Vielleicht darin, ich weiß auch nicht, ich würde es ja schon als Betrügen sagen, wenn mein Buch in Teilen abschreibt, ich habe es eben schon aufgezählt. Ich würde mir wünschen, dass es endlich nicht immer nur noch nach Parteipolitik geht, sondern auch nach Können und nach Leistung. Und Außenminister hätte in meinen Augen nach dem Wahlkampf, nach dem Desaster in den letzten Monaten wirklich jemand anderes machen müssen. Oder können wir nicht als Deutsche erwarten, jemanden zu haben, der es zumindest schafft, einen wasserdichten Lebenslauf hochzuladen?